Ich selbst war zwar Bürgermeister damals in der Gemeinde, als Andrea zu mir kam, aber ich war vorher 12 Jahre Vorsitzender vom Turn- und Sportverein. Das heißt, als Andrea kam, haben wir nicht drüber gesprochen, machen wir es oder nicht, sondern die Fragestellung war, wir machen es. Denn sowohl im Sportverein als auch ich als Bürgermeister neben in der Gemeinde war, dass es wichtiger denn je ist, dass wir Angebote für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger bieten, denn auch in kleinen Dörfern haben sich die Strukturen völlig verändert, wo man früher noch in Familien und in Bewegungen und Garten hatte. Das ist auch auf dem Dorf häufig nicht mehr so. Und viele ältere Mitbürger, die jetzt in Mainz oder sonst wo gearbeitet haben, die müssen jetzt ihre Freizeit in auch einer kleinen Gemeinde neu erleben und gestalten. Und da ist es wichtig, dass wir als Gemeinde initiativ werden. Deswegen habe ich das Projekt direkt akzeptiert und habe gesagt, so, jetzt gehen wir an die Umsetzung. Und wie die Andrea so ist, sie hat auch gleich eine Reihe von Ideen. Ja, also da gab es eine Ausschreibung vom Rheinhessischen Turnerbund, dass es hier bei uns in Rheinhessen ein Pilotprojekt gibt, wo die Vereine sich bewerben konnten, dieses Aufleben, fit bis ins hohe Alter. Und ich habe mir gesagt, okay, ich habe schon eine Seniorengruppe, das ist so genau meine Richtung, die ich in Zukunft gehen will. Gut, dann habe ich mir das durchgelesen und habe gesagt, das ist richtig gut. Auch die Unterstützung, die der Rheinhessische Turnerbund da gegeben hat, war klasse. Und bin dann auf den Habber zugegangen. Habe gesagt, hier, wie seht ihr das als Gemeinde? Wie können wir das angehen? Wie machen wir das? Und er hat gesagt, ja, die Unterstützung ist voll da. Er lädt dann einen Vereinsring ein, da haben wir das besprochen. Ich bin in die Volkshochschule, die hier im Ort ansässig ist. Und habe gesagt, im Englischkurs, so, jetzt machen wir einen Bewegungsteil. Dann war ich im Computerkurs und so haben wir da die Werbung für gemacht. Dann gab es den Seniorennachmittag hier im Ort, da bin ich rein und habe da direkt eine Bewegungseinheit gemacht, dass die das mitmachen konnten. Wir haben dann eigene Kurse auf die Beine gestellt. Weil die Grundidee war, dass der TUS die Idee und die Fachexpertise hat, dass es aber ein gemeinsames Projekt aller Vereine sein muss, denn auch ein Gesangverein, ein Sportverein, ein Tennisverein, eine Kulturinitiative können zu dem Projekt mit Angeboten beitragen. Diesen Eindruck, dass der Aufwand zu groß sein könnte, hatten wir nie, weil die Generation einem das auch ganz schnell widerspiegelt, wie gut es ist oder auch wenn mal was nicht passt. Auf was sie gar keine Lust hatten, das sagen sie dann auch direkt raus. Ja, und daher gab es da keine Hürden irgendwie zu überwinden. Und dann kam leider Corona. Das hat uns 2 Jahre ausgebremst, weil die Begegnungen ja nicht mehr so waren, wie sie waren. Aber das war auch Zeit, über das Projekt mal zu reflektieren, zu sagen, so, wie geben wir denen jetzt einen Rahmen, eine Richtung, wie sich das so nachhaltig in die Zukunft trägt. Und da sind wir so 2 Bausteine. Einmal, was bieten die Vereine schon? Was können wir den Bürger zeigen? Und zum Zweiten, wie befördern wir Individualangebote? Also ich will jetzt nicht in den Verein, aber ich will mich bewegen. Wie schaffen wir einen Rahmen dafür? Und aus diesem Denken heraus ist ein Bewegungskalender entstanden, wo sich alle wiederfinden. Und zum Zweiten auch als erste Großinitiative der Bewegungsfahrt, den Vereine bespielen können, den man als Hundeführer gehen kann, als Wanderer gehen kann, als Nordic Walking, den man einfach nur nutzen kann, eine Orientierung in der Gemeinde zu haben. Also das war so der Ansatz. Auf dem Weg sind wir jetzt und wir wollen jetzt diese 2 Schwerpunkte. Einmal, wie fördern wir individuelle Bewegung, wie schaffen wir dann Rahmen? Und zum Zweiten, wie pflegen wir immer wieder diesen Bewegungskalender weiter, den wir jetzt mit den Vereinen entwickelt haben. Und wir waren erstaunt, als wir die erste systematische Erfassung auf den Weg gebracht haben, wie viele Projekte da zusammenkamen. Es waren 16, 17 Projekte, die wir dann plötzlich hatten. Und das gilt es jetzt zu pflegen, immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und dann auch darüber nachzudenken, wie kriegen wir jetzt dieses Netzwerk Jugendheim auf die Nachbargemeinden. Ich glaube, das wäre ein nächster Schritt und ein zweiter. Der nächste Schritt, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, wäre das, dass wir so gerade über Sommer, wo man mehr draußen ist, einleiten mit einer Bewegungswoche, wo jeder Verein einen Abend bespielt, was weiß ich, der TUS Nordic Walking, die Kulturinitiative Buhlabend, die Landfrauen, die geben ein Ernährungsangebot für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass das so praktisch der Auftakt in die Saison ist und der Vorstellung des Bewegungskalenders für das Sommervereinsjahr, sage ich mal, oder für das Sommerbewegungsjahr. Das sind jetzt die nächsten Ideen, aber insgesamt glaube ich, ist es gerade für kleine Gemeinden ein wichtiger Schritt, sich diesem Thema zu widmen, denn es wird in den nächsten Jahren eine große Herausforderung sein, gerade ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht allein in ihren Häusern, sondern anzuregen, tut euch zusammen, entwickelt Angebote, bewegt euch zusammen,
schafft ein soziales Netzwerk, wo ihr euch auch gegenseitig unterhalten könnt. Das ist in Dörfern ein Thema geworden. Ja, als Projekt für dieses Jahr haben wir uns noch vorgenommen, dass wir einen Workshop für Sturzprävention anbieten, auch für die Senioren, aber auch vereinsübergreifend und gemeindeübergreifend. Also wir hoffen, dass wir da ganz, ganz viele Leute hier aus dem Umkreis damit ansprechen und da ein bisschen Theorie und Praxis vermitteln können. Also ich denke, es ist ein Projekt am Ohr der Zeit, aber ganz wichtig ist, dass man die Bürgerinnen und Bürger immer mit den Angeboten das trifft, was sie brauchen. Und das wird eine große Herausforderung sein, weil es nützt nichts, wenn wir schöne Angebote, sondern man muss immer gucken, in den Rückspiegel stehen auch so viele Leute wie heute hinter uns und wandern mit. Das wird die große Herausforderung auch in der Zukunft sein.